спаціє, Марішу. Ну, від, павротний. А наступаю пандемік версева партія за врєтно контра ету новасінь. Меменіця. Здравко ето живатка, ілія родники. Естьо, ваше ручко. Ай-яй-яй. Herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Contraband Police. Wir sind im nächsten Kapitel. Das Kapitel heißt Pandemie. Novit. Das kommt uns ja irgendwie bekannt vor, hä? Ah, mal gucken, was uns das jetzt bringt. Lass mal schauen. Novit kehrt zurück. Das Gesundheitsministerium bestätigt die alarmierenden Berichte über die steigende Zahl der mit Novit-78 infizierten Menschen. Wir alle erinnern uns an die Pandemie vor 3 Jahren und die Verwüstung, die sie in unserem Land angerichtet hat. Glücklicherweise sind wir dank der Arbeit von Spitzenwissenschaftlern aus Akaristan im Besitz eines verbesserten Impfstoffs zur Bekämpfung der Krankheit. Die Regierung führt die Pflicht zum Besitz eines aktuellen Impfpasses, Impfausweises wieder ein. Impfung wieder Pflicht. Aha. Olympische Spiele sind abgesagt. Aus Sorge um die Gesundheit und um das Leben der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes hat die Regierung beschlossen, die diesjährigen Spiele abzusagen. Auf der nächsten Sitzung des Olympischen Komitees wird ein neuer Termin festgelegt. Okay, cool, die Olympischen Spiele sind raus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nicht mehr diese technische Kontrolle machen, nehme ich mal an. Gucken wir uns doch mal an, was noch so ist. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt 47% des Spiels hinter uns gebracht. Und ja, meine Seite ist aktuell die der blutigen Faust. Das heißt, so muss ich mich dann ab jetzt auch weiter verhalten, ne? So, Impfausweis. Im Hinblick auf die drohende Epidemie hat die Regierung die Forderung nach einem gültigen Impfausweis wieder eingeführt. Nur gegen Novit-78 geimpfte Personen dürfen ins Land einreisen. Außerdem müssen seit der Impfung mindestens 2 Wochen vergangen sein. Boah, da muss ich ja voll, oh Gott, da muss ich ja voll rechnen. Och nö. Was haben wir noch? Frachtbrief. Muss einen gültigen Frachtbrief haben. Jede Unstimmigkeit in den Unterlagen führt zur Verweigerung der Einreise. Technische Kontrolle, so das wollten wir sehen. Bitte beachte jedoch, dass ein schlechter technischer Zustand des Fahrzeugs kein Grund ist, die Einreise zu verweigern. Okay, wir müssen also weiterhin die Erhebung machen, aber wir müssen nicht mehr deswegen abweisen. Fahrzeugschein, mögliche Fehler führen dazu. Ruhe. Petrov, ruhig. Danke. Jegliche Fehler auf dem Dokument führen dazu, dass die Einreise verweigert wird. Okay, gut. Wir achten auf das Alter 46. Das heißt, kurz rechnen, 81. Wir haben ja 81, ne? 80, 75. Ich kann nicht mehr rechnen. Moment. Ja, war ein langer Tag. Nochmal kurz neu. Also, 81 haben wir und ich ziehe mal die 46 ab. Dann sind wir bei 35 geboren. 35 geboren. Was habe ich eigentlich in der letzten Folge, habe ich dann voll den Quatsch erzählt mit dem Jahr, ne? Okay, also 35 geboren. Nee. Alter 46. Wir sind 81. Ach doch, na klar. 35 geboren, dann bist du 81, 46. Gut. Ja, ich komme durcheinander, weil ich 81 geboren bin. Und über 40. Deswegen ist das so verwirrend gerade. Fahrzeugfarbe grün. Was haben wir noch? 2 gesprungene Scheinwerfer und die Zulassungsnummer IZS. Gut. Unser Inventar. Check, sieht soweit gut aus. Dann legen wir los. Wir müssen Zeit aufholen. Ratzfatz geht das los hier. So, kommen Sie ran. Einmal hier vorne bitte auf die Waage. Farbe sieht schon mal gut aus, ist nicht grün. Das finde ich schön. 2185 Kilo. Sie erlauben, dass ich mir einmal Ihr Fahrzeug ansehe. Ich halte Ausschau nach kaputten Scheinwerfern.
Und natürlich nach Defekten. Das sieht aber sehr gut aus bei Ihnen, muss ich sagen. Fantastisch. Ah, Sie haben Waren dabei, wie ich sehe. Gut. Hallöchen, haben Sie was zu handeln? Ich hätte im Angebot Zigaretten und Waschpulver und Wodka. Wodka kaufen Sie für 43. Ja, ich habe Wodka für 0 bekommen. Warten Sie mal ganz kurz, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ist ja egal, wie viel ich... Ja, danke, darf ich kurz durch? Ist ja egal, wie viel er mir gibt, weil... War ja umsonst. Hauen wir weg. Muss hier nicht rumfliegen, nimmt nur Platz weg. So, Tür wieder zu. So, hören Sie mal. Hören Sie mal, ich habe Wodka für Sie, ja? Hier, zwei Fläschchen. Sehr schön. Haben wir was verdient. Kartoffeln würde er nehmen. Brauche ich nicht. Toilettenpapier für 19, Kaffee für 37, Waschpulver für 27. Habe ich für 15 gekauft, Mann. So, dann mal die Papiere bitte. Dankeschön. Dann wollen wir mal schauen. Also, 39 geboren, nicht 35, das ist schon mal gut. Georgi Voronin. Georgi Voronin. 3 PZI DG8P. Das sieht schon mal gut aus. Personalausweis ist noch gültig. Wir haben den 2. Mai. 2. Mai heißt, es gibt hier jetzt keine Kalenderfunktion. Naja, schade. Oktober. Gut. Das sieht soweit alles gut aus. Bild. Sie sollten ein neues Bild machen lassen, bitte. Das passt nämlich nicht mehr. Damit muss ich ihn ja schon abweisen. Nur weil das Bild nicht passt. Naja, okay. Georgi Voronin. Geimpft gegen Polio. Kein Novit. Wo ist denn hier? Aktuelle Einreisebestimmungen sind das. Polio hilft uns leider nicht, Herr Voronin. Nun gut. Gucken wir jetzt trotzdem noch weiter. Der Vollständigkeit halber könnte ich das machen. Aber beim Abweisen? Ich weiß gar nicht. Ein Schmuggler werden sie wohl nicht sein. Ja, machen wir hier mal wieder zu, ne? Ist in Ordnung, wenn ich ihre Fracht einmal durchgehe. Mit Schmuggel haben sie, glaube ich, nichts am Hut. Das ist schon in Ordnung. So, wir haben 2x Seife. Wir haben 3x Gepäck. Ja, das sieht gut aus. Und wir haben 6x Düngemittel im Angebot. Gut. Maximow, gerne einmal wieder einladen. Dankeschön, Dankeschön. So, der Fahrzeugschein. Das soll ein Asam 42 sein. Ich glaube, das ist richtig. Das sieht gut aus. 2030 Kilogramm. Sie sind zu schwer. Sie sind zu schwer. Fahrzeuggewicht stimmt nicht. Das haben wir jetzt gerade zum ersten Mal. AYX8719AX. Das dauert halt seine Zeit, ne? Solange es dauert, dauert's. Was soll ich machen? So, der Rest ist in Ordnung. Passen Sie auf, Herr Voronin. Name ist okay. Gültigkeitszeitraum okay. Passnummer okay. Foto stimmt nicht. Frachtbrief. Frachtbrief muss ich noch checken. Sie haben 3x Gepäck, das ist richtig. 6x Düngemittel, das ist richtig. Und 2x Seife, das ist auch richtig. Der Fahrzeugtyp stimmt. Kennzeichen ist in Ordnung. Sie sind zu schwer und verstoßen gegen unsere aktuellen Einreisebestimmungen. Dementsprechend danke, dass Sie den Wodka gekauft haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt nach Hause. Ja, da kann ich jetzt auch nichts ändern. So, der nächste bitte. Ja, wir müssen ja ein bisschen aufholen, ne? So, wie war das mit dem Nummernschild? IZS. Ne, das passt. Interessante Musik. Was haben Sie zu handeln? Was nehmen Sie? Sie nehmen Waschpulver für 16. Da, nee, da würde ich nur einen verdienen. Komm, das lassen wir bleiben. Gib mir mal bitte die Papiere. Danke sehr. Ist es in Ordnung für Sie? Ich muss einmal eine technische Kontrolle durchführen.
Spiegel ist da, Scheinwerfer sind heile. Hier sehe ich jetzt nichts auf Anhieb, was hier versteckt ist. Die Musik ist halt direkt, ne? Wieder so eine Sache. Warum geht die Musik an? Also Auto sieht soweit gut aus. Ich nehme das schon mal raus, ja? Ist es in Ordnung für Sie? Komme ich da ran? Ja, wunderbar. Mist, jetzt bin ich wieder reingehuscht hier. Aber gut, so muss ich immer nicht fragen, ob die mal kurz aussteigen. Ist doch auch in Ordnung. So, das sieht soweit gut aus. Sie können gern schon wieder einsteigen. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn bei Ihnen? Herr Zafaf Kasimov. Zafar Kasimov. Haben wir schon mal ein Problem mit Ihrem Reisepass und der Einreiseerlaubnis. 861XYX0035 haben wir hier auch nicht, das passt. Gültigkeit wäre gegeben. Zafab. Sie heißen ja überall anders, hören Sie mal. Das ist ja unglaublich. Okay, müssen wir hier nicht. Gültigkeit, ja. Passnummer, ja. Foto. Foto passt. Der Frachtbrief, den gucken wir uns gleich an. Wir gucken erstmal nach dem Fahrzeugtyp. Das soll ein... Ja, das ist richtig. Wie ist das denn mit dem Gewicht bei Ihnen? Na gut, ich habe das Gepäck schon rausgenommen, ne? Aber das Gewicht sieht gut aus. Fahrzeugtyp passt. Kennzeichen NBO 2471. Na, hören Sie mal. Was ist denn los bei Ihnen? Kennzeichen stimmt nicht. 71VB, nicht 91VB. Also so wird das hier aber mal so ganz und gar nichts. Wie ist das denn mit Ihrer, mit Ihrem Impfpass? Novit 78, Datum der Impfung, 27. April. Das ist ja definitiv keine 2 Wochen her. Dagegen verstoßen Sie also auch. So, ich mache die Tür schon mal zu, weil Sie können gleich wieder zurückfahren. Scheinwerfer sind soweit in Ordnung. Ich sehe keinerlei weitere Defekte. Einmal kurz Ihr ganzes Gepäck erfassen. Sehr schön. Haben Sie aber viele Reinigungsmittel mit. Maximov, einmal einladen. Achso, ich habe die gar nicht... Oh, ich habe die gar nicht hier... gescannt, aber ich gehe mal davon aus, dass da jetzt nichts bei war. Der Frachtbrief, den wollte ich. Achso, hier. Gepäck 4, Reinigungsmittel 4, das passt. Okay. Herr Kasimov. Eine gute Fahrt. Leider zurück. Tut mir leid. Nein, ich mache keinen Fehler, das passt schon. Der nächste... Ein blaues Fahrzeug. Wir suchen ein grünes. Nummernschild ist schon mal nicht verdächtig. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Wenn Sie mir die Papiere einfach so rüberreichen, dann bin ich schon irritiert. Dann stimmt irgendwas nicht, mein Freund. Hoppala. Ich nehme das hier mal entgegen, ja. Nein, 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 ich verschwende nicht Ihre Zeit. Wenn ich das da schon rausnehme, ist die Gefahr, dass Sie einfach losfahren, schon mal geringer. Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie mal aussteigen. Wissen Sie, ich wurde vor gar nicht allzu langer Zeit über den Haufen gefahren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Bitte? Halten Sie sich mal zurück, ja? Hier ist ja noch mehr, guck mal. So, wir lassen das mal so stehen hier und dann wollen wir mal nachmessen. 580. Gehen wir mal alles ganz in Ruhe durch und lassen uns richtig schön Zeit, ja? So, Sie sind gegen Novit 78 geimpft. Im März, okay, das ist definitiv 2 Wochen her. Sie heißen Borum Arseni und das ist auf allen Papieren so, das ist... Sehr gut. 1WFV309Q ist auch korrekt gültig.
Das sieht sehr gut aus bisher, Herr Arseni. Ich weiß nicht, warum Sie so schlechte Laune haben. Ein Micros 26D, das dürfte auf jeden Fall hinkommen. Das ist auch wunderbar. Und Ihr Nummernschild ist MAC9286UX. Da bin ich auch zufrieden. Ich mache hier mal wieder zu. Das sieht gut aus. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass ich so um Sie herum schwirre. Wie ist denn das mit Ihrem Foto? Das ist auch wunderbar. Hören Sie mal. Ich bin aber bis jetzt sowas von zufrieden. Hier sind auch gar keine Mängel am Fahrzeug festzustellen. Passen Sie auf, weil Sie so schön mitmachen hier, beeile ich mich beim Rest. So, wir erfassen ganz kurz Ihr Gepäck. Das muss sein, das ist Vorschrift bei uns. Naja, so eine Einreise braucht halt seine Zeit. Vor allem, wenn Maximow immer irgendwo anders steht. So, guck mal. Dann lass mal den Herren mal wieder einsteigen. So, sie dürfen wieder Platz nehmen. Machen wir ihnen das mal wieder zu. 4 und 3. Unfassbar. Ich habe keinerlei Beanstandung. Glaube ich. So, Herr Arseni, herzlich willkommen in Akaristan. Der nächste. Ah, wie viel haben wir da noch? 2 haben wir noch. Gut. Der Fahrer sollte abgewiesen werden. Warum? Was war falsch? Borum Arseni aus der Republik Kagastam durfte das Land trotz falscher Dokumente betreten. Das irritiert mich jetzt. Was war falsch? Wir haben ja alles gecheckt. Passnummer, Foto, ist auch hier alles angehakt. Hier ist Fahrzeuggewicht. Oh, ich habe das Fahrzeuggewicht nicht kontrolliert. 200 miese gemacht. Tachchen. Hab gerade schlechte Laune. Deswegen, wir reden einfach nicht viel. Sie können da nichts für. Sie haben eine kaputte Scheibe. Sie haben einen fehlenden Spiegel. Kaputten Reifen, ja. Wir nehmen mal eben das Gewicht, weil das habe ich eben gerade als, ne, war ein Fehler. Oh, das ist aber hart an der Grenze. Nicht schlecht. Wir fangen einfach mal hier vorne an. So, Kahalil Jafari, 34 geboren, das heißt, sie sind ein Jahr zu alt. Gut. Kahalil Jafari, Kahalil Jafari, Kahalil Jafari. Sie haben relativ viel dabei, das werde ich ausladen müssen, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. D3Q5 KDNE, das passt. 7. November, 19. August passt. Sie wollen gerne handeln. Novit geimpft. 6. Februar, das passt auch definitiv für mich. Das ist ein Grazduk. Grazduk? Grazduk wahrscheinlich, mit dem Sie fahren. Das lasse ich gelten. Ihr Nummernschild sieht soweit gut aus. 8162XU. Ich bin so frei, mach hier hinten schon mal auf. Der Reifen ist in Ordnung, der Tank ist in Ordnung, der Reifen ist in Ordnung. Ihnen fehlen Spiegel. 2 würde ich sagen. Ich sah einen kaputten Reifen und eine kaputte Scheibe bisher. Hier vorne war die kaputte Scheibe, jawohl, da fehlt der Spiegel. Die Scheinwerfer sind in Ordnung. Hier fehlt mir ein Spiegel. Da ist nichts, nichts. Hier ist der kaputte Reifen. Okay. Dann, ich werde das mal ausladen müssen. Guck mal, was wir da gesehen haben. Ich habe schon eine Schlange entdeckt. So, hier hinten in so einem Frachtraum habe ich bisher noch nie eine Schlange gesehen. Wenn Sie so frei wären, einmal auszusteigen, bitte, ja? Gehen Sie da mal an die Seite. Danke sehr. Ja, wenn ich hier drin bin, können Sie nicht abhauen. Das ist doch schon mal gut, oder?
Da sehe ich nichts, würde ich mal behaupten. Ah, im Sitz ist auch was. Gut. Gibt es hier noch irgendwie Sonnenblende oder so? Nee. Ich nehme sie jetzt schon mal fest. Also von dem will ich nicht über den Haufen gefahren werden. Das dürfte ganz schnell schlecht enden. So, dann holen wir uns mal den ganzen Kram, den er da versteckt hat. Einmal zum Sitz rüber, mein Messer. Aha, Drogen. Da wollte jemand Drogen ins Land schmuggeln. Aber ist das wirklich alles? Von hier hinten habe ich noch nie was gefunden. Mach mal zu. Da ist nichts im Reifen. Da auch nicht. War in dem Sitz wirklich nichts? Ne, hier kann ich nichts feststellen. Okay. Haben Sie noch einen Moment Geduld, bitte? Der Herr vor Ihnen war der Meinung, Dinge mit hier reinzubringen, die wir nicht haben möchten. Bei uns. Oha. So. Sieht soweit gut aus. Hier hatten wir noch was. Das ist doch bestimmt der hier. Was? Da hat nur ein Päckchen reingepasst, sag mal. Ah, ist ja lächerlich. Komm, hier ist irgendwo ist hier noch was. Kann doch nicht sein. Auf den Säcken erkenne ich nichts. Wobei reicht ja, ne? Das sind jetzt schon 5 Pakete, die er versucht hat, hier reinzuschmuggeln. So, auf den Kisten habe ich nach wie vor bisher nie was finden können. Die muss ich mir immer ganz genau angucken. Naja, okay. Maximo, einmal sauber machen. Dankeschön. 160. Habe ich wahrscheinlich irgendwas übersehen, oder? Ort an dem Schmuggel. Staufach außen. Mhm. Das Staufach außen hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel. Ich habe da auch nichts gesehen. Muss ich besser drauf Acht geben. So. Na dann. Der nächste bitte, der letzte für heute. So, verzeihen Sie die Wartezeit. Ihre Scheibe ist übrigens kaputt. Och nee, komm! Jetzt geht das wieder los. Und Abfahrt! So, gut, dass wir das Auto beschleunigt haben. So, das alte Spiel. Halten Sie an, halten Sie an. Die Polizei. Fahren Sie rechts ran. Beschleunigen Sie nicht. Flucht ist keine Lösung. Hier spricht die Polizei. So, halten Sie ein. Stoppen Sie Ihr Fahrzeug. Stoppen Sie bitte. Es hat doch keinen Sinn. Sie machen das alles nur noch schlimmer, junger Mann. Ihnen ist doch klar, wie das hier enden wird, oder? Oh Gott. Mein Fahrzeug ist größer, ich setze sie hier fest am Baum. Ich stoppe mein Fahrzeug, steige aus. Raus da. Zack ich, raus. Sie sind festgenommen. Warum rollt mein Auto weg? So, was hattest du zu verstecken hier?
Oha! Oha, sehr schön. Das ist gut, dass wir direkt bei Vlad stehen. Ich mach mal eben die Sirene aus. Das so, einmal an, einmal aus, einmal aus, einmal raus. Und dann holen wir uns mal das ganze Zeug, das er hier dabei hat. Ah ja, Waffen. Und dann stehen wir bei Vlad und das ist sehr gut, weil dann kann ich direkt ein neues Messer mitnehmen, weil ich glaube, das werde ich brauchen. So, die ganze Schmuggelware muss da raus. Mein Auto fährt... Ja, bleiben Sie bitte, wo Sie sind. Kann ich dieses Fahrzeug in Bewegung setzen? Ja, wunderbar. Wir fahren mal einen Ticken an der Seite hier. So. Bitte sehr, dann kann der Verkehr weiterlaufen. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Hoppala. Den haben wir auch. Der ist ja vollgeproppt mit Zeugs. Da sehe ich jetzt nichts. Da auch nicht. Da das der letzte für heute ist und er uns freundlicherweise zu Vlad geführt hat, ist ja super. Dann können wir das hier richtig schön in Ruhe auseinanderpflücken, das Teil. So, was hat der denn alles dabei? Das ist ja heftig. Komm, hier ist doch auch noch irgendwas, oder? Das soll jetzt der einzige Reifen sein, wo nichts drin ist. Okay. Sonnenblende? Gibt es hier eine Sonnenblende? Ja, aber da ist nichts dran. Kotflügel auch nicht. So, wir schauen hier nochmal. Komme ich da rauf? Ah, guck mal. Da ist auch was drin. Aber ich komme nicht hoch. Ist es der hier? Nee, ist es die Axt? Das ist blöd, dass ich jetzt hier nicht abladen kann. Oder kann ich? Nee, kann ich nicht. Am Grenzübergang warten Einreisende. Was? War da noch jemand? Ich habe jetzt keine Zeit für Einreisende. Ich will an dieses Fass. Gut, ich komme nicht an dieses Fass. Doch. Doch, ich komme an dieses Fass. Wenn ich will, komme ich daran. Blatt! Blatt, ich brauche eine Axt und ein Messer. Moin. Pass auf, Blatt. Also, ich brauche das und ich brauche das. Weil das ist gleich alles kaputt. Und ich brauche, weil ich schon mal hier bin, das. Danke dir, man sieht sich. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine Axt. Ich habe noch 3 Minuten 30. Die nutzen wir. So, der ist auch. Ja. Ich will, muss treffen. Triff. Sehr gut. Okay. Das ist ja alles Kohle für uns. Deswegen, das muss mit. Gut, na dann mal schnell zurück. Machen wir einfach Martinshorn an. Oh, habe ich ihr Auto getroffen? Das tut mir sehr leid. Aber ich bin im Einsatz. Na, ich würde sagen, das war doch eine erfolgreiche Verfolgungsjagd. Da gibt es doch nichts zu meckern. Mega gut. Was wir da jetzt alles abgegriffen haben. Huch. Ach, haut ab. Hauptsache, jetzt sind da hinten. Das ist gut. Lauf weg oder besiege die Angreifer. Ich laufe weg. Hauptsache, die sind nicht direkt vor meinem Grenzposten. Dann sind wir wieder verbuggt unterwegs. Ich mach mal Martinshorn aus. Vielleicht locken wir die damit auch mehr an. Repnin! Hallöchen!
So, pass auf, ich habe keine Tür mehr, weil die haben auf mich geschossen. Du musst das reparieren. Danke dir. Hier ist aber niemand, der wartet. Ja, das, nun ja. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Na, wie gefällt Ihnen unsere größere Zelle? Ist gut, ne, Herr Jafari? Ja, man muss ja zwischendurch auch immer mal nachschauen, ne, wie es den Leuten geht. Alter Schwede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal Waffen. Das ist crazy. So, wie machen wir es am besten? Wir machen das jetzt mal so, dass das alles da hinten reingeht. Uns geht ja hier sonst bald der Platz aus. So, sehr schön. Überleg, ob wir jetzt schon eine Abholung machen. Aber ein bisschen Platz haben wir noch im Lager und im Gefängnis auch, deswegen warten wir noch ab. Ja. Wir gehen einfach mal pennen. Ist jetzt auch schon echt spät, würde ich sagen. Na gut, geht 1 Uhr nachts, ist in Ordnung. Kann man machen. Dann hauen wir uns hin, weil da ist ja, ups, ist ja nun doch keiner mehr. Es war ja eine Fehlinformation. Ja, mach das mal, genau, sehr schön. Das ist vorbildlich. Perfekt. Er hat auch die Schranke schon repariert, sehr gut. So. Oh, herrlich. Oh, ein Schluckchen Kaffee. Was lesen wir da? Ach, das ist ein Radio. Gut, na denn. Hau ich mich mal hin. Haben wir eine ruhige Nacht oder haben wir keine ruhige Nacht? Wir hatten eine ruhige Nacht, sehr schön. Flucht aus dem Polizeiauto. Du solltest fest... Oh nein! Der saß da noch drin! Das hatte ich voll nicht auf dem Zettel, dass der da noch in dem Auto sitzt, dass der nicht transferiert wird. Das ist natürlich ganz schlecht für unsere Bewertung. Jetzt haben wir noch $415. Das heißt, wir müssen jetzt schnell handeln. Okay, zwei sind hier schon weg. Wir müssen auf gesprungene Scheinwerfer achten und auf die Fahrzeugfarbe grün. Das Alter ist mittlerweile auch egal. Sehr schön. Dann mal ran hier. So, schönen guten Morgen. Ich muss einmal wiegen. 3480. Dann bitte einmal die Papiere, dass ich das kontrollieren kann. Dankeschön, Dankeschön. Okay, Gewicht passt. Das ist ein Grajduk. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte den. Das ist richtig, wunderbar. Herr Bogdan Kaslov. Bogdan Kaslov. Passt hier auch. 793VB35B passt. 13. Mai passt. 7. Mai passt. Bevor wir weiter gucken, hat sich ihre Einreise bereits erledigt. Ist schade. Denn auch ihr Foto passt. Es hätte gut sein können. Wie ist es mit dem Kennzeichen? YYR. 6520RS passt auch. Gut, ich scanne mal ab hier. Sieht gut aus. Wo ist die... Ach, hier... Ah, der Kasten ist es. Die muss ich dann auch kontrollieren. Okay. Fahrzeug sieht tipptopp gepflegt aus. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Gut.
Fahrzeugtyp stimmt, Kennzeichen, Gewicht ist in Ordnung, nichts ist kaputt. Er hat keine Waren. Gar nichts. Gut. Das tut mir sehr leid, dass ich Sie abweisen muss, aber Sie haben leider die falsche Info. Ja, bestimmt. Das sagen Sie alle. So, schönen guten Morgen. So, aufs Nummernschild muss ich auch nicht mehr achten. Das war eine perfekte Kontrolle, sehr schön. 860 Kilogramm. Oh, Sie wollen handeln? Sie nimmt Zigaretten für 20? Nee. Das heißt aber in der Regel, dass Sie relativ günstige Waren haben, ne? Aber gar nicht mal so günstig, wie ich es gern hätte. Dann einmal die Papiere. Vielen Dank. So, Hamza Yusi. Auf ihrer Einreiseerlaubnis ist da so ein kleiner Tipper drin. 27. April. Ist man schlecht. Auch nicht mehr gültig. Ihr Reisepass ist dafür gerade noch gültig. Geboren 27. Okay. OWNV. OQQY. Das passt zumindest. Wie ist das denn mit Ihrem Impfpass? Norwid 78 am 1. März. Der wäre in Ordnung, aber auch hier stimmt Ihr Name nicht mit dem Reisepass überein. Reicht ja, wenn ich hier oben anklicke, nehme ich an. Sie haben Seife dabei, 5-mal, okay. Der Mikro, das müsste hinkommen im Fahrzeugtyp hier, 990 Kilogramm, das sieht gut aus und Ihr Nummernschild mit QGX0897UX, das passt. Das passt, wir werfen hier mal einen schnellen Blick rein. Am Fahrzeug ist soweit alles okay. Das ist schön. Ich würde mal eben von hier einfach... Na, muss ich ausladen? Okay. Ich glaube nicht, dass sie schmuggeln, ehrlicherweise. Sie haben 4-mal Seife. Das passt für mich. Gut, dass du gerade zurückkommst. Genau, einmal. Das Übliche bitte. Gut. Frachtbrief ist damit eigentlich in Ordnung. Fahrzeugtyp stimmt, Kennzeichen stimmt, Fahrzeuggewicht stimmt. Aktuelle Einreisebestimmungen wären erfüllt. Leider Gottes stimmen Ihre anderen Unterlagen hier aber leider nicht. Muss ich verweigern. Der nächste. Ich dachte, der dahinter fährt schon wieder durch. Sie haben kaputtes Rücklicht im Übrigen. Gut, alles klar. Dann machen wir den Rest in Ruhe. Wollen Sie handeln? Zigaretten für 30? Nee, das machen wir nicht. Das ist ja verramscht. Das ist ja völlig verramscht. Ja. Stellen Sie sich mal an die Seite. Ich glaube, ich muss ja gar nicht mehr groß kontrollieren, ne? Wenn wir jemanden festnehmen, dann nehmen wir ihn fest und sacken nur noch das Zeug ein, oder wie war das? Wir gehen mal durch. Mal gucken, ob wir mehr als 120 bekommen. Prokopi Volkov. Das passt. Prokopi Volkov. E107F40K passt. 31. Mai ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Norwid 78 aus dem Februar. Prokopi Volkov passt auch. Interessant. Ist das ein Azar? Ja, würde ich sagen. Das Gewicht.
Ist zu schwer. Fahrzeuggewicht passt nicht. Das Kennzeichen. XC6717IY. Das passt. Okay. Kennzeichen haben wir. Fahrzeugtyp. Frachtbrief gucken wir uns ja quasi an. Ihr Foto passt. Ich nehme das da mal raus, ja? Fahr jetzt ja nicht los, mein Freund. Mach keinen Mist. Okay. Hier ist nichts mehr weiter. Damit haben wir auch den Frachtbrief 4 und 3. Das würde hinkommen. Das heißt, muss ich auch nicht anhaken. Dann sind sie jetzt festgenommen. Zieht die Kontrolle durch und nimmt ihn dann doch fest hier. So, dann holen wir den ganzen Kram da mal raus. Weil diese Schwarzlichtlampe ist ja der Hammer. Alkohol. Alkohol haben wir dabei. Das ist ja schön. Sonnenblende. Sonnenblende. Zip. Was haben wir hier? Alkohol. Können wir wieder zumachen. Die Sitze sind in Ordnung. Der Reifen ist in Ordnung. Ah, so, den wollte ich. Irgendwo hatten wir doch noch was, oder? Na, hier. Wie fährt sich das mit so Metallbehältern da drin? Ah, guck an hier. So, das erfassen wir noch kurz. Fein säuberlich. Und das hier machen wir nochmal auf. Jawoll, ja. Sehr schön. Gut, ja, dann kannst du jetzt aufräumen hier. Schön, schön. 160. Was hat gefehlt? Die Stoßstange vorn. Mir ist die Schlange nicht aufgefallen. Euch? Ah. Der nächste. Ah, ich muss genauer werden. Sie haben eine kaputte Scheibe. Das Spiel kenne ich schon. Gleich geben Sie Gas und fahren weg. 1290. Hallöchen. Einmal die Papiere bitte. Oh, hier, Sie wollen handeln. Zigaretten für 33. Würde ich 12 verdienen. Aber ich habe schon mal einen höheren Preis geboten bekommen. Waschpulver für 26. Das Waschpulver können wir machen, oder? Ich hole Ihnen mal eben ein bisschen was aus dem Lager. Wer Waschpulver braucht, soll Waschpulver kriegen, solange er gut dafür bezahlt. Achso, da kann ich ja auch gleich hier den Alkohol weglegen. So, ich habe da was für Sie. Passen Sie auf. Folgendes. Aber benutzen Sie nicht alles auf einmal, ja? Hoppala. Ja, ja, ist notwendig. Ich weiß, wir haben ein gutes Geschäft gemacht gerade, aber... Weißt du, bitte beeil dich, meine Schwester ist schwer krank. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Ich muss sie sehen. Ach, dann stimmt doch irgendwas wieder nicht. Orest Smitov, so Smitov. Dezember 81, 80. Ihr Reisepass ist abgelaufen und zwar schon ziemlich lang. 71V88K und auch die Passnummer stimmt nicht. Gültigkeitszeitraum passt nicht, Passnummer passt nicht. Foto passt auch nicht. Ich bin geneigt, den jetzt mal durchzulassen, weil der wieder sowas ganz Hochwichtiges hat und sonst kriege ich wieder einen bösen Brief. Fahrzeugtyp. Varila. Ja, das passt. Gewicht 1580. Passt. Nummernschild. TFX 7726 PW. Passt. Aber ihnen fehlt eine Stoßstange. Muss ich Ihnen sagen. Und ein Spiegel. Spiegel fehlt auch.
Oh, Entschuldigung, es hat sich angehakt hier. Na, nimm. Spiegel. Ihre Scheibe ist kaputt. Gott, was haben sie denn noch alles? Wenn sie es so eilig haben, beim nächsten Mal bitte mit einem anderen Fahrzeug kommen. Ja gut, in so einer Situation, ne? Da guckst du nicht drauf. Ich schau einmal rein, nicht, dass sie hier irgendwas mit reinbringen, was sie nicht reinbringen dürfen. Und die Schwester gar nicht krank ist, sondern der Kunde für die Schmuggelware schon lange wartet. Tja, was machen wir mit ihnen? Norwid 78, 1. Mai. Ist auch noch zu frisch. Schwierig. Das sind einfach zu viele Mängel. Bei Ihnen wäre ich geneigt, eine Ausnahme zu machen, weil... Aber es kann halt auch eine Ausrede sein, ne? Das kann sein. Aber... Ich musste so entscheiden. So, was ist das denn für eine Farbe? Krass. Rosa. So, irgendwas haben wir aber vergessen. Irgendwas haben wir verpasst. Die Einreisebestimmung, die habe ich doch... Achso. Gültigkeitszeitraum, Passnummer, Foto. Hatten wir alles angehakt, oder? Einreisebestimmung, die fehlende... Ach, guck mal, wir defekte Karosserie und eine fehlende Stoßstange habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten eine großartige Kontrolle. Sehr schön. 1230. Hallöchen. Ja, zeig mal her. Gewicht direkt hier, 1520 Genosse. Ich verrate dir mal, wie du die Pandemie überleben kannst. Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren und ich werde nicht krank. Eine Flasche Akaristan Wodka zum Frühstück und du bleibst kerngesund. Naja, oder das ist die Impfung, die du hast, die auch schon, ja, die dürfte schon wirken. Odon Altansuk. Odon Altansuk. Odon Altansuk. Odon Altansuk. Das passt. 38W3SR passt auch. 9. Juli, das passt. 14. Dezember, das passt. 43 geboren. Das Auto... Das passt auch. Das Kennzeichen LYO3531WV. Jo. Das sieht gut aus. So, wir haben eine Stoßstange, zwei Scheinwerfer, Heilerreifen. Heilerreifen, Spiegelscheiben sind in Ordnung. Stoßstange, Scheinwerfer, Reifen, Spiegel. Fehlt hier eine Scheibe? Nee, das ist auch okay. Wenn ich da reinleuchte, sehe ich auf Anhieb auch nichts. Und wenn ich hier reinleuchte, auch nicht. Wow. Name okay. Gültigkeitszeitraum okay. Passnummer okay. Foto okay. Frachtbrief hast du nicht. Fahrzeugtyp stimmt. Kennzeichen stimmt. Fahrzeuggewicht stimmt. Impfpass ist in Ordnung. Ich sehe jetzt keine Defekte. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Na, hoffentlich war das jetzt richtig. Sehr schön. Danke sehr. $1400. Wunderbar. So, das ist auch wichtig, dass wir so viel Geld einnehmen, weil... Unsere Station kostet uns jetzt schon $440 pro Tag. Unser Stand, den haben wir uns nämlich gar nicht angeguckt beim Reingehen. Wir sind Inspektor. Das waren wir in der letzten Folge am Ende auch schon.
Bin gespannt, wann wir eine Beförderung bekommen. Aktuelles Ereignis ist die Pandemie. Wir haben 2 Gefangene aktuell, 40 Sachen im Lager, 27 Kilometer zurückgelegt, 19.000 Gesamtumsatz. Wir haben 73 korrekte Fahrzeugkontrollen, 5 fehlerhaft. Wir haben 101 Mal Schmuggelware gefunden. KGB-Dateien 5, kein Oberrankow-Geld. Wir haben 60 Angreifer niedergerungen und 2 erfolgreiche Interventionen hinter uns. Sieht also soweit gut aus. Unser Quartier ist auf Stufe 3. Die nächste Stufe, oh, ist tatsächlich ein kleines Häuschen. Das ist schön. Das Gefängnis können wir auf 8 Insassen ausbauen. Wir haben das Personal vollständig, können hier aber noch befördern. Was wir aktuell vielleicht bei dem Geld noch nicht machen. Und wir könnten noch 2 neue Fahrzeuge dazu holen. So der Stand. Wir haben jetzt 2 Gefangene und wir haben relativ viel im Lager. Deswegen, ich würde jetzt zum Abschluss des Tages, fahren wir den selber rüber? Es ist noch relativ früh. Wir könnten selber rüberfahren. Ich nehme an, dass wir überfallen werden, wenn wir es machen. Aber dann sparen wir Geld ein. Vielleicht nicht doof, aber ich werde mehrfach laufen müssen, um den ganzen Kram hier ins Auto zu kriegen. Habe ich überhaupt so viel Platz? Ich glaube, 25 Plätze haben wir, ne? 25. Hoppla. Ja, müssen wir nochmal hin. So. Hallöchen. Ab ins Auto. Wir fahren euch mal eben weg. Na. Wenn uns jemand abfangen will, fahren wir ihn über den Haufen. Hi, Repkin. Ja, hallöchen, hallöchen. So, ich hole noch eben den Rest, ja. Pass auf, dass sie nicht losfahren ohne mich. Das wäre doof. Außerdem würden die nicht dahin fahren, wo sie hinfahren sollen. Wären ja schön doof, wenn sie es machen. Gut. Mit der Fracht könnte es uns wirklich passieren, dass wir abgegriffen werden. Na, wir fahren einfach schnell. So, wow. Okay, richtig gut voll. Und los geht's. Fahren erstmal rüber zum Arbeitslager. Daumen drücken, dass niemand was mitbekommen hat. Ich wusste, dass diese Schmuggelsache eine schlechte Idee war. Ja, natürlich war das eine schlechte Idee. Warum machst du so einen Mist? Musst du dich nicht wundern. Okay, wir sind gut durchgekommen. So, hier wollen wir als erstes hin. Einmal die Herrschaften absetzen. Ich würde ja auch mal bei einem Überfall anhalten, aber sicher nicht, wenn ich hier gerade Kundschaft im Auto habe. Hallöchen! 400, ja, sauber. So. Auf dem nächsten Stück werden wir wahrscheinlich nochmal beschossen. Ich hoffe, das ist wieder eine gute Stelle, wo ich nichts abkriege.
Hier im Tunnel ist natürlich Bockmist hinter einem zu hängen. Gib Gas, Mensch, da! So, gerade Linie. Schön Ideallinie hier. Sehr gut. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir hier rechts. Hoffentlich war es richtig. Ja. Oh Gott. Man mag hier ja gar nicht so unterwegs sein abends, ne? Ich hätte auch natürlich die Schnellreise machen können, fällt mir gerade so ein, aber wir legen es ja auch ein bisschen drauf an hier und hoffen, dass wir nichts abkriegen, sondern heile durchkommen. Tägliche Kosten, okay, ich dachte, da kommt hier schon wieder irgendwas mit Banditen. Aber durch die Abgabe der beiden Gefangenen haben wir bis auf 40 Dollar jetzt schon mal die täglichen Kosten wieder drin. Was muss ich hier machen? Links. Ich halte sehr ungern an in diesem Spiel. Okay, die Schmuggelware hat anscheinend niemanden interessiert. So, Nabokov. Jetzt mach aber mal hier das Portemonnaie auf. Da muss jetzt ordentlich was drin sein. Kannst alles haben. 890, jawoll. So habe ich mir es vorgestellt. Schön. Gut, dass ich selbst gefahren bin. Das hat sich gelohnt, glaube ich. Uiuiui. 890 plus 440 sind 930. 1330. Und da wären uns 500 von abgezogen worden. Wenn wir den Transporter hätten kommen lassen. Und ich musste das Konto ja wieder auffüllen nach meiner misslungenen Kontrolle hier. Oh, eine Kuh. So, hallo Kollege. Ja, schau's dir an. Ich weiß, du hast das Auto gerade repariert, aber... Oh, ich habe die Scheinwerfer angelassen. So. Du musst schon wieder reparieren. Ich wurde schon wieder überfallen. Danke dir. Sehr gut. Wir haben wieder über 2000 Dollar. Sauber, so muss sein. So. Gute Nacht, Kowalski. Hau rein. Oh Gott. Au, meine Nase. Oh, sehr gut. Dann hauen wir uns mal hin hier. Auf in einen neuen... Nein, was ist passiert? Ein wichtiger Telefonanruf. Kehre zum Grenzposten zurück. Ah, na gut, okay, ich komme ja schon. Wie spät ist denn das überhaupt? 2 Uhr nachts? Sag mal. Ja, ich bin ja schon da. Was ist denn los? Genosse, wir haben einen Bericht über Schreie erhalten, die aus dem Motel Karat kommen. Der Ort wurde vor ein paar Jahren geschlossen, deshalb ist der Fall umso verdächtiger. Geh hin und sieh nach, was los ist. Okay. Haben wir uns nicht in der letzten Folge gefragt, wann das Motel jetzt mal hier ins Spiel kommt? Bitte sehr. Jetzt.
So, Rapid, willst du mit? Kannst gern mitkommen. Müssen wir uns beeilen? Nee, es ist ja um die Ecke, ne? Machen mal kein. Wir lassen das Licht auch mal aus. Wir fahren hier so ganz undercover hin. Mit dem Polizeiauto. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht überfallen werden auf dem kurzen Stück. So, da ist schon das Motel. Wollen wir mal vorsichtig gucken. Wir parken mal direkt abfahrbereit, würde ich sagen. Oh Gott! Hallo, ist hier wer? Da ist die blutige Faust drin. Wir gehören zur blutigen Faust. Was soll uns passieren? Hallo, hallo? Nee, hier ist niemand. Lass mich los, ich werde sowieso nichts sagen. Finde den Eingang zum Gebäude. Ja, der ist da hinten. Das weiß ich doch schon. Oha. FBI! Nachladen? Jungs, wir hätten auch reden können. Außerdem habe ich Ready or Not gespielt. Was wollt ihr von mir? Ich wollte den gerade durchsuchen. Nachladen. Reloading. Na, komm. Ich weiß, dass du da bist. Da warst. Entschuldigung. Was, ein Messer? Echt jetzt? Gibt's hier eigentlich noch Sachen zu finden? Bei Ready or Not musste man dann noch Beweise einsammeln. Aber hier scheinbar nicht. Nee, okay. Alle her. Oh. Du, ich muss einmal nachladen. Reloading. Keine Ahnung, wie es mir geht. Headshot. Das ist ja ganz praktisch hier. Wodka. Ich glaube aber, dass wir... Was, ein Hit? Okay. Ich habe so die Befürchtung, dass wir die Geisel getroffen haben. Beruhig dich. Oh nein, die sind alle despawned. Die hätte ich noch... Oh, die hätte ich noch durchsuchen können. Wo ist der Rest von euch? Ich gehöre auch zur blutigen Faust übrigens.
Ich habe meinen Mitgliedsausweis nicht dabei. Okay. Bevor der weg ist. Gips. Wo ist dein Kollege? Der ist schon weg. Okay. Oh, hier ist explosives Zeugs. Ah, hier liegt noch einer. Digga, ich hab eine AK. Du kommst mit der Pistole da raus. Ja, das ist da. Du kommst bestimmt, wenn ich hier durchsuchen will, oder? Polizei. Stellen Sie das Schießen ein. Hier spricht die Polizei. Ha! Du Hund! Meine schöne Munition! Achso, die kann ich nicht öffnen, okay. Nehme ich. Habe ich ihn? Da war noch einer. Was? Na geht doch. Ah, sehr gut. Richtig Action. Ui, ist ja noch viel mehr los. Die Lampe muss da weg. Sprich mit der Geisel. Ach, da in der Ecke haben sie dich hingesetzt. Ich muss erstmal hier auf Schmuggelware untersuchen, ja? Okay, 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 okay. So, ja, ich komme gleich zu dir. Ja, beruhig dich. Jetzt passiert nichts mehr. Da kannst du dann noch ein Momentchen warten. Ich bin korrupt. Nein, bin ich eigentlich nicht. Aber, oh, hier ist ja noch einer. Nein! Ah, Mist. Und dem hätte ich auch noch was kriegen können. Ist ja gut, ich bin doch schon da. Alles in Ordnung. Tief durchatmen, Piotr. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Oberankows Schläger wollten mich der blutigen Faust ausliefern. Mein Name ist Peter Kafka. Ich bin der Assistent des Innenministers. Die Rebellen sind schon seit einiger Zeit hinter mir her. Sie wissen, dass ich sämtliche Details über Angriffe auf ihre Verstecke kenne. Beeil dich, binde mich los. Und lass uns hier verschwinden. Sie werden bald hier sein. Wir sind bald da. Echt? Okay. Okay. Du hast aber eins vergessen. Mein Spielstand hat gesagt, dass ich zur blutigen Faust gehöre. Ist meine Seite. Mal gucken, was die dazu sagen. Kann ich mir nicht erklären, was da los war. Als du das Gebäude verlässt, kannst du immer noch die flehenden Rufe des Politikers hören. Überrascht ergreifen die Rebellen den hochrangigen Beamten und verlassen schnellstens das Hotel. In deinem Bericht erwähnst du die Schießerei mit Oberankows Männern, verschweigst aber absichtlich die Entführung von Kafka. Ja, im Normalfall hätte ich natürlich anders entschieden. Aber wenn der Spielstand schon sagt, dass ich auf der Seite bin, weil, ne? Die zweite Entscheidung war ja, die wir getroffen hatten, das war mehr ein Fehler. Außerdem müssen wir auch irgendwie hier den Posten verwaltet bekommen. Das hat 1200 gebracht. So, jetzt muss ich aber mal schlafen gehen hier. So, Leute, jetzt aber. Gute Nacht. Hat nicht so lange gedauert, wie ich dachte, aber lang genug.
Darf ich jetzt schlafen, bitte? Aber wenn das Oberrankow Leute waren, waren die jetzt nicht so... Naja. Guten Morgen. Oh, Post. Ja, ich weiß schon, was drin steht. Oh, ich will es gar nicht wissen. Du herzloses Ungeheuer, meine geliebte Schwester Natascha ist tot und wegen dir konnte ich mich nicht einmal von ihr verabschieden. Das ist natürlich richtiger Bockmist. Warum hast du mich nicht durchgelassen? Weil du... Es hätte auch einfach irgendeine Ausrede sein können. Ist dir menschliches Leid egal? Du wirst dafür noch bezahlen. Vielleicht hätte ich genau andersrum spielen sollen. Hier an der Grenze immer mal ein Auge zudrücken und bei der blutigen Faust voll rein. So, Fahrzeugfarbe grün ist aktuell gefragt. Ach, ich habe jetzt noch Zeugs im Inventar. Müssen wir mal kurz ausladen. Was haben wir denn da? Ui! Hoppla, noch mehr Zigaretten. Wodka. Munition. Und ein Messer. So, einigermaßen sortiert. Gut. Wir haben wieder Platz, wir haben wieder Geld. Läuft doch bei uns. Sehr schön. So, kommen Sie rein. Okay, Mängel auf den ersten Blick nicht feststellbar, aber viel Ware. 3110. Einmal grob scannen. Reifen sind in Ordnung. Scheinwerfer ist da. Ich sehe eine Stoßstange. Ich sehe heile Scheinwerfer. Ich sehe Reifen intakt. Spiegel intakt. Bisher keine kaputten Scheiben. Reifen intakt. Guten Morgen. Hier können wir schon mal aufmachen. Achso, dann sehe ich es nur mein Schild nicht. So, Fahrzeugzustand ist sehr zufriedenstellend. Danke sehr, Herr Kurema. Taril Kurema gegen Novid geimpft im Februar. Sehr schön, der Impfausweis ist schon mal tipptopp. Taril Kurema mit Doppel-A. Taril Kurema, Taril Kurema. Bis jetzt bin ich sehr glücklich. 33A9, 60GV. Auch das passt für mich. Gültigkeit ist gegeben. Ihr Fahrzeug ist ein Asam. Das ist auch nicht richtig. Das ist... Warum? 2890 Kilogramm. Das sehen wir anders. Das Gewicht stimmt auch nicht. Das Kennzeichen ZGS5716DY. Das ist wiederum richtig. Sehr schön. Okay, das passt. Fahrzeugschein haben wir damit. Die aktuellen Einreisebestimmungen sind okay. Es ist nichts kaputt. Ihr Foto passt auch. Das hatten wir noch nicht. Okay, 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 okay. Dann müssen wir den Frachtbrief jetzt noch einmal durchgehen. Ich würde einmal entladen, ja. Das ist so viel, das muss ich da einmal rausholen. Ja, sonst kann ich nicht durchzählen. Ich sehe ja nichts hier. Ich packe das auch alles wieder, also nicht ich, aber Maximov wird es alles wieder fein säuberlich einladen, keine Sorge. So, ich kann ja schon mal zumachen. Hat hier wirklich nirgendwo, nicht, dass ich wieder drauf reinfalle und irgendwas übersehe. Nee, sieht gut aus. Okay. Erfassung. Bisher keine Schlangen, das ist gut. Ich meine, sie müssen eh keinen Stress machen, weil ich werde sie nicht durchlassen. Kann ich Ihnen halt jetzt schon sagen, schnell weg von diesem biologischen Gefahrgut. Zweimal Herd. Dreimal Herd. Und ein WC. Ah, okay. Kannst wieder reinpacken, bitte. Danke sehr. So, ich kontrolliere noch einmal Ihren Frachtbrief. Biologisches Gefahrgut zweimal. Zement elfmal.
Habe ich was übersehen? Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. 1, 2, 3, 4. Oh. 5, 6, 7. Ich hatte Zement übersehen. Das tut mir sehr leid. Wo habe ich den denn übersehen? Da ist auch noch Zement. Ich habe 7 gezählt. 8, 9, 10, 11. Zement 11 stimmt. Apfelkiste 3 stimmt. Gasherd 3 stimmt. Eine Toilette 1 stimmt. Ihr Frachtbrief ist in Ordnung. Immerhin. So, also stimmt nur der Fahrzeugtyp und das Gewicht nicht. Das ist schlecht. Muss ich leider verweigern. Ja, und zwar morgen, wenn sie wiederkommen. Der nächste. Einmal hier bitte auf die Platte fahren. Ja. Danke sehr. So, wir wiegen sie mal ganz kurz mit 1340 Kilo. Was hat denn alles gefehlt? Da war doch Gültigkeitszeitraum, war nicht in Ordnung. Dann hab ich muss genauer hingucken. Da, ich muss genauer werden. Das ist dieses Schnelle. Wir müssen uns wieder anfangen, Zeit zu nehmen. Aber sonst schafft man das ja auch gar nicht. Was, die Situation in Rallye ist außer Kontrolle. Die Menschen sterben auf den Straßen. Auf diese verdammte Regierung haben wir uns noch nie verlassen können. Aha. Sie sind gegen Novit geimpft. Das passt. Corneli Vartanian. Corneli Vartanian. Impfausweis ist in Ordnung. Corneli Vartanian. Ihre Einreiseerlaubnis 80YK5T8B. 14. Oktober 81. In Ordnung. 30. Juli 81. In Ordnung. Geburtsdatum ist mir in diesem Fall egal. Einreiseerlaubnis, Reisepass stimmen auch. Ihr Foto stimmt auch. Name Corneli Vartanian war Corneli Vartanian. Das passt. Gültigkeitszeitraum passt. Passnummer passt. Foto passt. Frachtbrief gucken wir gleich. Fahrzeug dürfte passen. Sieht gut aus. 1520 Kilogramm sind in Ordnung. Stoßstange, zwei Heckscheinwerfer. Ich nehme Ihnen das hier schon mal raus. Ja, ich bin vorsichtig. Keine Sorge. Alles gut. Machen Sie sich keinen Kopf. Sie haben Spiegel. Sie haben heile Scheiben. Der ist auch heile, der Reifen. Hier sehe ich auf Anhieb auch keine Mängel. Das ist auch okay. Spiegel ist da. Scheiben sind da. Wenn das so weitergeht, sind wir gut unterwegs, junger Mann. Wenn Sie hier jetzt nicht irgendwas reingepackt haben, bin ich zufrieden. Maximov? Genau, das Übliche. Dankeschön. So. Das passt. Guck an. Ich bin skeptisch. Irgendwas wird doch nicht stimmen. Wird sich zeigen. So, gute Fahrt. Herzlich willkommen. Der nächste, bitte. Da hinten kommt ein grünes Fahrzeug. Grünes Fahrzeug haben wir noch auf dem Zettel. Das war eine perfekte Fahrzeugkontrolle. So will ich das sehen. 1710. Warum geht die Musik an? Hallöchen. Darf ich schon mal die Papiere haben, damit sie schon mal keine mehr haben? Da haben wir doch schon mal die erste Diskrepanz beim Foto. Sie haben eine Toilette, das kann ich bestätigen. Jemelian. Schwetz. Passt. N220QY1P passt. 1. September 81 passt. November 80 passt nicht. Ist das ein Varilla 4x4? Ich würde sagen ja. Ja. 1580 Kilo dürfen sie wiegen.
Ich sehe, oh Moment, ich sehe zwei Toiletten. Das heißt, der Frachtbrief stimmt nicht und ihr Fahrzeuggewicht stimmt nicht. Der Typ stimmt. Das Kennzeichen ist das gesuchte EBZ-Kennzeichen. Steigen Sie mal aus, bitte. Wo haben Sie es versteckt? In den Toiletten, an den Sitzen? Wo ist es? Verkaufen Sie mich nicht für blöd. Ich weiß, dass hier was ist. Mir wurde Ihr Kennzeichen bereits gemeldet. Ist das richtig? Nein, ist nicht richtig. Okay. Kennzeichen. IBZ8657CI. Hoppla. Sie haben eine Frontscheibe zu wenig. Sie haben den Spiegel zu wenig. Stoßstange ist da. Ich sehe an der Stoßstange jetzt auch nichts, was auf Schmuggel hinweisen würde. Ich sehe aber, dass sie zwei Toiletten statt einer dabei haben. Und ich möchte gerne mal in die Toiletten gucken, ja? Handschuhfach ist in Ordnung. Witzig, wie man hier mal so durchs Auto sneakt. Ihnen fehlt auch noch eine Stoßstange. Wussten Sie das? Nimm. Scheinwerfer sind aber soweit okay. Karosserie ist okay. Gut. So, wie kommt es, dass Sie zwei Toiletten haben statt einer? Hm? Ja. Genau. Sie sind in Eile, ja. Sie, also einsteigen können Sie schon mal wieder, ist in Ordnung. So, zwei Toiletten statt einer. Frachtbrief geht nicht. Einreisebestimmungen sind aber erfüllt gewesen, ja. Novit 78, 30. April, das sind keine zwei Wochen. Mann, das ist aber... ja. Da sind sie in die Vollen gegangen, Herr Schwietz. Herr Schwetz? Schwetz. Entschuldigung, Herr Schwetz. Kommen Sie in zwei Wochen nochmal wieder mit der richtigen Anzahl Toiletten. Und den richtigen Angaben. Wenn Sie eine weglassen, sind Sie auch nicht so schwer. Fährt er gleich durch? Nein, okay. Wir wiegen 1155. Irgendwas hat gefehlt. Was habe ich übersehen? Der Name. Irgendwo stimmte der Name nicht auf dem Frachtbrief. Danke sehr. Ich nehme an, Sie wollen gleich einfach Gas geben, ja? Gepäck 5. Das stimmt überein. Edil Lisenko. Edil Lisenko. Du hast ein paar Dinge zum Handeln. Zeig mal her. Zigaretten nimmst du für 32? Na, ah, Wodka habe ich selber. Nee, lass mal mit dem Handeln. So, ich muss mal hier einmal durchgehen, ja? Achso, vielleicht fahren sie erstmal zurück, ja? Ich hole mir noch mal ein paar Magazine, fällt mir gerade ein. Wo sind die großen? Wo sind denn meine großen Magazine? Jungs, ihr kriegt das hin. Gut, dann nehmen wir die mit. Hast du mich gerade getroffen? Kommt ruhig näher. Wir müssen den Turm ausbauen auf Scharfschütze. Ah, gleich muss ich auf die Pistole wechseln. Wir müssen bei Vlad wieder Magazine kaufen. Wann haben wir die denn alle rausgehauen?
Auf die Pistole zu wechseln ist natürlich doof. Kommt ihr denn? Sag mal! Kannst du den da nicht mal weghauen? Kowalski? Er wollte meine Bude einbrechen. Ach, herrlich, leer. Ja genau, komm mal näher ran, dann kann ich dich mit der Pistole hier auch treffen. Wie immer näher. Wir sind doch da hinten. Wer ist das denn? Ah ja, das ist neu. Na, ah, da ist auch nichts drin in so einem Teil. Heb den Kopf, heb den Kopf, heb den Kopf, dann machen wir das halt so. Ich würde mir ja gern Munition von denen holen. Ist da nicht gerade einer zur Seite? Da ist er doch. Oh nein, ich hätte die ganzen... Magazine aufsammeln können. Das ist doch doof. So, hatte ich wirklich keine großen Magazine mehr? Nee, wir hatten nur noch für die Maschinenpistole. Ich habe aber keine Maschinenpistole. Das heißt, wir müssen zeitnah zügigst zu Vlad fahren, um neue Magazine zu holen. Gut, machen wir hier zu. Jetzt haben die mich in meiner Kontrolle hier unterbrochen. Und das war unser Schmuggler. Guck mal, das ist weg. Der Hinweis aufs grüne Fahrzeug ist weg. Genau in dem Moment kam der Angriff. Ich hätte ihn gehabt. Naja, wir haben 1200 dafür bekommen, für die Verteidigung. Umso besser. So, schönen guten Tag. Ihr Fahrzeug darf... Huch, habe ich gesagt, aussteigen, das tut mir leid. Ich wollte eigentlich die Papiere haben. Die Papiere bitte. Dankeschön. So, ihr Fahrzeug ist nämlich schon mal zu schwer. Das habe ich mir gedacht. Fahrzeuggewicht, das passt schon mal nicht. Fahrzeugtyp passt. Ihr Nummernschild RZS kann ich hier nicht nachvollziehen, weil sie haben hier vorne keine Stoßstange. Ist Ihnen das schon aufgefallen, dass sie abgefallen ist? Ja? So, hier gucken wir mal. RZX8394TY. Okay, der Fahrzeugbrief gefällt mir sonst. Ihr Foto finde ich nicht so passend. Das müssten sie mal neu machen lassen. Herr Alimpatei, Sie sind nur gegen Polio geimpft. Das heißt, Sie dürfen sowieso nicht einreisen, egal was sonst ist. Aber wir gehen mal weiter durch. Alimpatei. Fahrzeugschein soweit in Ordnung bis aufs Gewicht. Alimpatei. Zwei Kühe haben Sie da hinten drauf. Ist ja kein Wunder, dass das Ding zu schwer ist. 11. April 81, 20. Mai, das passt. Alimpatei. AZPPE6SQ, 13. Februar 81. Das ist abgelaufen, würde ich sagen. Passnummer stimmt. Fahrzeugtyp stimmt, Kennzeichen stimmt. So, wir gucken mal, was Ihnen noch so am Auto fehlt. Sie haben zum Beispiel zwei kaputte Reifen und einen Spiegel zu wenig. Sehr gut.
Spiegel. Hier. Immerhin, die Scheiben sind da. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Wenn ich hier mal so dran leuchte, fällt mir dann auch nichts auf, ja? Gut. So. Interessanterweise haben sie aber nur eine Kuh dabei. Warum sind die zweite versteckt? Unterwegs verloren oder so? Hier fehlt noch ein Spiegel. Gar nicht aufgefallen, dass sie nicht nach hinten gucken können? Oder wie sieht's aus? Ja, so ein bisschen dauert das noch, ne? Wir machen das hier ordentlich, wissen Sie? Und da sie so frech sind, gucke ich da jetzt nochmal genauer rein. Oh, da haben sie aber Glück gehabt. Da konnte ich nichts sehen. So, dann gehen wir mal die Kuh zählen. Eins. Maximov einmal wieder einladen. Dankeschön. So, dann dürfen Sie wieder einsteigen, bitte. Frachtbrief. Oh, Moment. Frachtbrief nicht in Ordnung. So. Na dann. Gehaben Sie sich wohl gute Fahrt. So, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Tage wir jetzt hier hatten. Ich meine, das war Tag 3. Also müsste noch ein Tag laufen, bis das Kapitel wieder abgeschlossen ist. Es war eine perfekte Fahrzeugkontrolle. Großartig. So, wir machen einen Ausflug, aber als Schnellreise zu Vlad. Einmal Munition auffüllen hier. Jetzt können wir eigentlich auch... Wollen wir ein Scharfschützengewehr haben? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich eins benötige. Guten Abend. Au. Moin. Na, bei dir alles gut? Ah, pass auf, einmal gucken hier. Da haben wir einen Ersatz, 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 da haben wir einen Ersatz. Aber, was mir ausgeht, ist die Munition. So, davon kannst du mir mal... 20 mitgeben. 2800 willst du für ein Scharfschützengewehr haben? Also auf die Entfernung im Posten könnte das hilfreich sein, so ein Teil. Präzision ist natürlich krass, ne? Aber die Schnelligkeit ist schwierig. Ich nehme an, dass die zweite Angabe die Schussgeschwindigkeit ist. Bin ich ja mit der Pistole schneller. Ich würde sagen, wir geben erstmal dem oben auf dem Turm ein Scharfschützengewehr, bevor wir uns eins holen. Wir bleiben mal bei unserem Gewehr hier. Das können wir auch wieder austauschen dann. So, haben wir 20 Magazine. Sollte ich mehr machen? Sollte ich gleich 30 machen? Wir werden es eh benötigen auf Dauer. Ja, komm, wir nehmen nochmal 10 dazu, weil wir es gerade haben. Tägliche Kosten 440 sind auch runtergegangen. Großartig. Gut, ich danke dir. Mach dir einen schönen Abend, schönen Feierabend. Ich gehe in eine Falle. Was ist das? Ach, das ist das Haus im Grünen, ne? Ein Uhr siebenunddreißig.
So, gut, das ist alles heile. Ja, moin. Kurz ausladen. Müssen ja nicht alles bei uns haben, ne? So, das wieder zurück. Warum geht die Musik an? Wer will Stress? Niemand, dachte ich mir. So, jetzt bin ich gespannt. Sollte das nächste Kapitel starten, dann machen wir einen Break. Wenn wir noch einen Tag haben, haben wir noch einen Tag. Ich tippe auf, wir haben noch einen Tag. Guck mal, der Balken ist jetzt fast voll. Sehr gut. Ein neues Kapitel beginnt. Wir waren ein bisschen zu schnell. Okay, es gibt da neue Beschränkungen. Da dürft ihr euch für die nächste Folge drauf freuen, würde ich sagen. Weil es wäre doof, da jetzt reinzuspielen. Ich überlege gerade, ob wir es machen, aber das ist doof. Dann wird das so auseinandergerissen. Wir gehen mal kapitelweise vor, würde ich sagen. Heute sind wir ein bisschen schneller unterwegs gewesen als in den anderen Folgen. Gut, dafür habe ich aber auch ein paar Kontrollen versaut, ne? Oder auch nicht hundertprozentig durchgeführt, wie ich es hätte machen können. Sehr ärgerlich. Naja, gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Hier spontaner Stopp. Lasst mir gerne einen Daumen da. Gerne ein Abo dalassen, schreibt gerne, was ihr anders gemacht hättet oder wo euch noch Dinge aufgefallen sind, was ich versaubügelt habe. Und dann machen wir in der nächsten Runde mit dem nächsten Kapitel weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.